Achtung Baustelle! Wenn man hier die Roßler Kirche betritt, dann ist man in einer Baustelle. Man sieht die beiden Außenfenster mit grünen Planen und das zukünftige neue Mittelfenster mit einer weißen Plane. Eine Baustelle. Für mich ist es ein großer Grund zur Freude, dass wir bauen können, dass es möglich ist, die Fenster zu sanieren und ein neues Fenster einzubauen. Aber Baustellen, die haben es eigentlich in sich. Auf allen Bänken mit den 1000 Sitzplätzen in der Kirche eine dicke Staubschicht. Der ganze Fußboden Dreck, wohin man sieht. Und Staub auch auf der Altarbibel. Baustellen können es also in sich haben. Es ist dreckig, es macht Lärm, es macht Arbeit und es kostet natürlich auch viel Geld. Aber was wären wir ohne Baustellen? Was wäre hier diese Kirche, wenn wir nicht seit vielen Jahren immer wieder gebaut hätten? Wenn man so eine Kirche sich anschaut, dann merkt man das, was jeder Hausbesitzer weiß. Baustellen sind wichtig, die braucht man. Ohne Baustellen kommt man nicht voran. Da fällt irgendwann eine Kirche ein, da wird irgendwann ein Einfamilienhaus marode. Herzlich willkommen zur mobilen Kanzel, wo wir einmal über die Baustellen nachdenken. Denn Baustellen, etwas zu bauen, das ist auch ein großes Thema für jeden von uns in seinem eigenen Leben. Denn wir als Menschen, wir sind wie so ein Lebenshaus mit einer Seele, die auch wie ein Haus ist, wo viel Platz darin ist für Gutes, für Begegnungen, für Gemeinschaft, für Liebe. Aber wir Menschen sind auch Wesen mit einem Haus in unserer Seele, das es immer wieder braucht, dass man daran baut, dass man darin etwas tut, dass man sich darin investiert, etwas hineinlegt. Baustellen auch im Leben. Und so ähnlich, wie man eigentlich nicht so gerne die ganzen Nebenwirkungen von Baustellen hat, wie hier in einer Kirche, dass es dreckig und laut ist, so gerne würde man sich manchmal auch Nebenwirkungen von Baustellen ersparen. Weil Bauen, das weiß jeder, der es tut, ist immer unbequem. Es macht immer Arbeit, kostet Kraft, macht Mühe. Und trotzdem, Bauen ist wichtig. Und genauso ist es auch wichtig und notwendig, an unserer Seele etwas zu tun. An dem, was in uns ist. Dass man nicht nur bei dem bleibt, was man hat, sondern auch vorwärts geht und immer wieder auch neu das sucht, was uns gut tut. Die Verbindung mit Gott zum Beispiel. Der Glaube wie eine große Baustelle, die immer wieder bebaut, gepflegt werden will. Hier, wo Sie mich jetzt zwischen der Plane sehen, da war über 70 Jahre lang dieses alte Fenster vollkommen zugemauert. Weil damals, kurz nach dem Krieg, das Material knapp war und das Fenster kaputt war, hat man kurzerhand eine Wand gesetzt und das Fenster zugemauert. Und hier, wo man jetzt durchfassen kann, da stand diese Mauer, die jetzt abgebaut ist, abgerissen ist. Es muss noch der Sandstein saniert werden und dann kann irgendwann die Glasfirma beginnen, das neue Kunstglasfenster, den Entwurf dafür zu bauen, dass es hier hineinpasst. Eine Baustelle. Jetzt noch mit Planen, mit Staub, alles noch ganz unfertig zu sehen. Aber eine Baustelle, die Hoffnung macht, dass irgendwann es einmal fertig sein wird und irgendwann das neue Licht hindurchscheint. Dass etwas Neues kommt. Die Baustelle unseres Lebens. Dass wir uns bereit machen, dass auch Licht und Leben in unsere Seele hineinkommen kann. Darauf kommt es, glaube ich, auch im Leben immer wieder an. Und auch das gehört zum Bauen dazu. Der Container, wo hier der Schutt, die Steine drinne liegen, die früher dieses zugemauerte Fenster ausgemacht haben. In seinem Leben zu schauen, und dann auch zu wissen, dass es manches gibt in der eigenen Seele, im eigenen Inneren, was vielleicht nicht immer gut ist, was man auch ändern sollte, was neu werden sollte. Darauf zu schauen und dann daran zu bauen. Dazu macht uns zum Beispiel die Passionszeit Mut, die ja in der nächsten Woche mit dem Aschermittwoch wieder beginnen wird.
gut, dass es Baustellen gibt, dass es die Möglichkeit gibt, an dieser Kirche hier zu arbeiten, dass die Fenster neu werden, dass neues Licht hineinkommt. Und es ist gut, nachzudenken, wie es im eigenen Leben ist mit den Baustellen, was man tut, wie man an sich selbst baut, dass mehr Licht, dass mehr Lebendigkeit, dass mehr auch von Gott hineinkommt. Hier, der Schlossplatz zwischen Kirche und zwischen Schloss, ist ein Paradies, ein Schlaglockparadies. Immer wieder nach dem Winter durch die Autos, die darauf fahren, die hier parken, eine Fülle von Schlaglöchern, die immer wieder nass sind, die spritzen, die viele Leute immer wieder ärgern. Das ist jedes Jahr so. Und jedes Jahr, Gott sei Dank, gibt es den Bauhof, die Arbeiter, die etwas tun, damit man diese Schlaglöcher ein wenig eindämmt. Wenn man hier auf den Schlossplatz schaut, dann merkt man, dass Baustellen nicht nur etwas so Einmaliges sind, wie man in der Kirche an diesen Fensterbaustellen sieht, sondern dass zu den Baustellen unseres Lebens gehört, auch Dinge beständig zu tun. Beständig an sich arbeiten, weil es wichtig ist und weil es unserem eigenen Leben auch gut tut. Hier an der Landstraße zwischen Roßla und Bennungen, da stehe ich am Anfang der dritten großen Baustelle, zu der ich Sie heute mit der mobilen Kanzel mitnehme. Der Wasserverband baut eine neue Trinkwasserleitung von Hohlstedt über Bennungen nach Roßla, von wo das Wasser sich dann weiter verteilt. Hier ist die große Baugrube, wo dieses große Rohr für das Trinkwasser die B80, die große Straße, durchquert. Unterirdisch, man sieht dort den Rohranfang schon hindurchgehen. Wenn man über die Baustellen des Lebens nachdenkt, darüber, wie es gelingt, dass Licht wie durch Fenster in unsere Seele kommt oder dass der Weg, auf dem wir gehen, eben wird, so gehört bei den Baustellen unseres Lebens auch dazu, auf das Wert zu legen, was man erst einmal gar nicht sieht. Diese Leitungen hier, die sind eigentlich dem Auge verborgen, weil alles Leben sich drüber abspielt. Aber die sind wichtig. Auch in unserer Seele ist es gut, auf das zu achten, was erst einmal ein wenig verborgen liegt. Die Leitungen, durch die wir Kraft bekommen. Lebensfreude, innere Energie. Für mich gehört zu diesen Leitungen dazu, dass wir verbunden sind auch mit einem Gott. Einem Gott, der uns wie frisches Wasser schenkt, wie das, was ja einmal durch diese Leitungen geht. Hier muss die Trinkwasserleitung über oder unter einem Bach hindurch. Und darum wird von diesen Tiefbohrern auch wieder so ein großes Rohr unterirdisch durch den Bach durchgebohrt, wo dann später das Trinkwasser durchläuft. Ein paar hundert Meter weiter ist das nächste Bohrteam im Einsatz. Mit einer Spülbohrung, das heißt, man bohrt mit Wasserdruck, wird jetzt diese Leitung, die Sie als blaue Leitung die ganze Zeit neben dem Weg gesehen haben, unterirdisch immer 150 Meter lang unter den Radweg gezogen. Und wenn man das hier so sieht, dann denkt man fast nicht, dass das die Leitung ist für sauberes Trinkwasser. Baustellen machen Dreck. Und sind auch für die Autofahrer manchmal unangenehm, wenn man eine kleine Umleitung fahren muss. Aber dass sie notwendig sind, das weiß man. Das erlebt jeder, der sich jetzt immer wieder ärgert über das kalkhaltige Wasser und sich das gute Wasser der Rappbodetalsperre wünscht, was mit den neuen Leitungen dann ankommt. Eine große Baustelle zwischen Roßla und Bennungen. Aber man kann nur dankbar sein für alle Orte, wo gebaut wird. Für die Roßlaer Kirche, für die Arbeit am Schlossplatz und hier auch für diese große Baustelle, die ja schon im August angefangen hat und noch bis kommenden Mai gehen wird, die neue Trinkwasserleitung hier für die Orte. Baustellen,
Das gehört auch zu unserem Leben dazu. Also lassen Sie sich nicht abschrecken von Arbeit, von Mühe, manchmal auch von Dreck. Und auch von dem Wissen, dass manches, was bei uns in unserem Herzen, in unserer Seele ist, dass da auch Dinge dazugehören, die vielleicht auf den Müll kommen, in den Container, in den Spülschlamm. Dass wir immer wieder uns auf den Weg machen und an uns selbst arbeiten. Das tut uns gut. Und dazu macht uns auch die Passionszeit Mut, die jetzt beginnt. Also freuen Sie sich an den Baustellen und arbeiten Sie selbst am Haus Ihrer Seele. Bleiben Sie behütet. Sei behütet, sei behütet auf deinen Wegen, wohin du gehst. Sei behütet, voll Vertrauen, Gott ist bei dir alle Zeit. Sei behütet.